an Bord der Raumstation Endless Sights. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass unsere Vision Wirklichkeit wird. Vor uns tausende Welten. Welten aus Eis, Wasser, durch und durch mit Sand bedeckt, andere durchzogen von dichtem Dschungel oder aus einer einzigen riesigen Industrieanlage bestehend. Jeder mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihren eigenen Bewohnern, Konflikten und Problemen. Und wir mittendrin. Diese Welten zu entdecken, gemeinsam zu bereisen, Konflikte zum Besseren zu wenden. Dafür sind wir hier. Wir sind die Dysonauts. Herzlich willkommen bei den Dysonauts. Ich bin's, euer Peavy, und wir spielen gemeinsam die Einsteigerbox von Das Schwarze Auge 5, das Geheimnis des Drachenritters. Und das tue ich natürlich nicht alleine. Ich habe mir kompetente Unterstützung geholt. Und das ist zum einen Marina. Hallo Marina. Hallihallo. Marina kennt ihr noch aus unseren D&D-Shots, die wir zusammen mit Cosma gemacht haben. Und keine Angst, Cosma ist auch mit dabei. Sie kommt irgendwann dazu, wenn es die Zeit erlaubt. Aber auf jeden Fall ist Marina schon mal mit dabei. Finde ich sehr, sehr cool, dass du mitmachst. Ja, ich freue mich sehr. Wir haben auch schon ein bisschen jetzt getickert, so über WhatsApp und so weiter, über deinen Charakter. Und da reden wir gleich mal drüber, was du dir ausgesucht hast. Weil das fand ich nämlich ziemlich, ziemlich cool. Eine schöne Idee, die du hattest. Vielen Dank. Sehr gerne. Dann haben wir die liebe Zara mit dabei. Hallo Zara. Hallo. Hallo. Wir beide, müsst ihr wissen, kennen uns schon, wie lange jetzt schon? Über ein Jahr, glaube ich. Oktober 2019, glaube ich, oder? Ja, guck mal, da sind wir schon ja fast anderthalb Jahre zusammen in einer D&D-Runde. Ja, ist sehr großartig, und da musste ich natürlich sofort bei diesem Projekt aufspringen, als ich gehört habe, dass du das leitest. Und ich bedanke mich auch, dass wir als kompetent bezeichnet wurden am Anfang. Das werden wir mal sehen. Naja, so viel kann ja nicht schiefgehen, ne? Also da komme ich gleich nochmal zu. Ich bin natürlich nicht der Hahn im Korb hier heute Abend, sondern wir haben Unterstützung von Matthias erhalten. Moin Matthias. Hallo. Hi. Guten Abend zusammen. Guten Tag. Du hast vorhin gesagt, das ist das erste Fantasy-Spiel, was du machst, ne? Ja, genau. Ich bin sonst eigentlich nur, also beziehungsweise seit, was haben wir, 2021, seit 5 Jahren spiele ich ausschließlich Shadowrun. Und jetzt muss man sich mal in andere Gefilde wagen. Da hast du ja auf jeden Fall die Richtigen an deiner Seite, würde ich ja fast sagen. Es wird auf jeden Fall ziemlich witzig, denke ich. Und vorweg ein kurzer Disclaimer. Wir spielen als DSA-Neulinge wirklich diese Einsteigerbox, das Geheimnis des Drachenritters. Und wir haben, oder ich persönlich, habe das letzte Mal DSA, ich glaube, mit DSA 3 gespielt. Da war ich, glaube ich, jung und knackige 20 Jahre alt. Hatte einige Kilos weniger auf den Hüften und habe, glaube ich, einen Torwaler gespielt. Mehr kann ich euch nicht mehr sagen. Das ist das Einzige, was ich jetzt noch von DSA im Prinzip weiß. Und ich habe einfach mal Bock gehabt, mir diese Box zu schnappen und einfach mal zu gucken, von wegen so, wie spielt es sich eigentlich? Und ich bin heute und auch in den nächsten Folgen der Spielleiter oder Meister, wie man auch hier sagt. Spielleiter finde ich eigentlich schon viel, viel schöner, weil, ja, ist einfach schöner als Meister. Das klingt irgendwie ein bisschen sehr, sehr seltsam, muss ich sagen. Und ja, wir hacken uns durch die Einsteiger-Kampagne. Und natürlich werden wir auch das eine oder andere irgendwie versuchen, noch nachzulesen und nachzugucken, wie das jetzt gerade dann gelöst wird. Und ja, dann schauen wir doch einfach mal. Aber ihr da draußen sollt jetzt mal wissen, von wegen, wer spielt denn eigentlich was? Und ich würde sagen, wir fangen wieder von oben an. Marina, erzähl doch mal, wen hast du dir zusammengestellt? Zusammengestellt trifft es ganz gut. Es gibt ja in der Einsteigerbox auch vorgefertigte Charaktere. Aber da ich ja letztes Mal schon eine Elfe war, dachte ich, würde gerne mal was Neues ausprobieren. Und dann dachte ich mir, Mensch, Zwerge sind jetzt nicht so ganz meins. Und dann habe ich einen Freund konsultiert, der schon sehr, sehr lange DSA-Meister, Spielleiter ist. Und der hat mir ein paar Tipps gegeben. Und jetzt habe ich mich dafür entschieden, eine Aranierin zu spielen. Und zwar eine Frau aus Elborum. Das ist eine Kultur, wie ich so ein bisschen erfahren habe. DSA-Veteranen mögen mir verzeihen, falls ich hier falsche Informationen streue, die doch eher
matriarchisch geprägt sind. Das fand ich irgendwie sehr spannend in einem Fantasy-Setting und habe mich für die Profession einer Balayan entschieden. Das ist eine Elite-Kriegerin, und zwar eine Balayan nach Ishana al-Kira. Also das ist eine ganz spezielle Kampfart, die Kampfstilistik ahmt die Bewegungen des Flammenreihers irgendwie nach. Das ist ein besonders eleganter Kampfstil. Und diese Profession ist eben sehr prinzipientreu und auch sehr gebildet, eher im hohen Adel angesiedelt. Und da habe ich mal meinen Charakter verortet mit dem Namen Aylanora Kala. Moment, jetzt muss ich noch mal gucken. Kalashrasuni al-Kira. Der Vorname ist Aylanora. Das dazwischen war der Name der Mutter und al-Kira ist der Nachname. Genau, das ist mein Charakter. Sie ist groß, hat schwarze Haare, grüne Augen, ist Mitte 20 und ja, man kann sie sich, wenn man in Klischees denkt, ein bisschen vorstellen wie Jasmin aus Aladdin, so vom Kleidungsstil etc. Genau. Sau cool. Das ist also völlig in Ordnung, wenn ich deinen Charakter dann einfach Aylanora nenne und nicht dann komplett dann ausgesprochen. Nein. Ich muss jetzt auch noch üben, dass ich den Namen richtig ausspreche, weil ich mich vorstelle, das war jetzt gerade ein kompletter Fail. Aber ich übe das noch. Ich werde besser. Das ist nicht schlimm. Solange ich Aylanora aussprechen kann, ist alles gut. Ja, nee, das reicht. Sehr gut. Ja, aber spannend. Also Jasmin in Aladdin, das war ja so früher so, muss ich ja sagen, das war so ein heimlicher Crush von mir, ne? Ja, ach, wie schön. Ja, die fand ich toll. Richtig gut getroffen. Deswegen cool. Passt das Bild auch gerade so super, was du vorhin gepostet hast. Habe ich gesagt, von mir, das kommt dir irgendwie bekannt vor, verdammte Axt. Ja, so ein bisschen. Das kann man ja bestimmt dann später unter den Podcast posten. Also das ist ein Bild aus dem Grundregelwerk. Ja, wir gucken mal. Vielleicht finden wir da irgendwie was. Sehr schön. Ich bin gespannt, was Aylanora auch hier in dem Abenteuer, was wir spielen werden, die Räuber vom Dunkeltann, dann dementsprechend dann auch reißen wird und wie sie sich dann im weiteren Abenteuer dann aus dieser Grundbox dann dementsprechend schlägt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Mal gucken, was du da so aus dem Hut zauberst. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Schauen wir mal. Ja, auf jeden Fall. Zara, von einem Drachengeborenen hin zu einer etwas kleineren Kreatur, habe ich gehört. Genau so. Da ich beim Dungeons & Dragons mit meiner Figur auch als der große Grüne bekannt bin, wollte ich mich jetzt auch mal an des Größenspektrums begeben. Und da war auch in der Einsteigerbox eigentlich auch direkt schon ein ziemlich cooler Charakterbogen, den ich eigentlich auch von den Werten her relativ so übernehmen konnte. Ich spiele jetzt mal einen Zwerg. Ich bin Adric, Sohn des Orsic, der natürlich wie alle Zwerge im Kampf recht bewandert ist, schlagkräftige Argumente hat, mit denen er dann zu Handlungszwecken versucht, wertvolle Steine und andere Schätze zu sammeln und die dann an Juweliere zu verkaufen oder vielleicht auch zu behalten, wenn die besonders schön sind. Fein. Das heißt also, es könnte durchaus sein, dass du deine Gruppe für einen wunderschönen Stein, den du aus dem Augenwinkel siehst, einfach mal kurz verlässt und sagst, oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Ich mein kurz, also wenn es gerade nichts Spannenderes gibt, klar. Und das ist auch sehr mir so im echten Leben nachempfunden, glaube ich auch. Ah, sehr schön. Sehr schön. Ich bin auch gespannt, wie wir deinen Zwerg dann quasi in Action erleben und was er dementsprechend dann auch zur Gruppe dann beiträgt. Also von daher, herzlich willkommen, Adrix. Das finde ich ja total cool. Danke. Sehr gut. Matthias, als Frischling für Fantasy-Rollenspiel. Genau. Kommen wir zu dir. Ich hoffe, ich habe es richtig getroffen. Ich spiele Torkir Valkirson, ein Magier aus Torvalen, genauer gesagt aus der Rinkaluin-Sippe aus Olport. Bin ein großer, stämmiger Mann mit langen rotblonden Haaren, die meistens geflochten zu einem Zopf nach hinten hängen. Trage einen langen schwarzen Lodenmantel mit einem Fuchskragen und auf dem Mantel sind verschiedene torvalische Symbole eingestickt. Darunter trage ich ein grünes Wams mit roten Hosen und braunen Lederstiefeln. Genau.
Auch wenn ich ein Magier bin, bin ich natürlich auch ein typischer Torwaler. Also rauflustig, sage zu keinem Trinkgelage nein und bin immer der Erste am Essen. Genau. Das könnte ja so ein bisschen konkurrieren sogar mit Adrix, so gerade was dann Wetttrinken angeht oder auch Wettessen, ne? Wer kriegt mehr Schweinshaxen runter? Endlich ein würdiger Gegner. Endlich ein würdiger Gegner. Unsere Schlacht wird legendär sein. Ja, genau. Ich hoffe das. Also, wie gesagt, also verzeiht uns da draußen, wenn wir regeltechnische Fehler machen. Muss man einfach sagen, wie es ist. Wir lernen gerade mit dieser Einsteigerbox, wie man dann DSA spielt. Und mit Sicherheit wird da der eine oder andere Fehler dabei sein, dass jemand sich da draußen die Haare rauft, weil er vielleicht in seinem Auto sitzt und schreit von wegen, das habt ihr gerade falsch gemacht. Liebe Leute, wenn das so sein sollte, dann schickt uns doch bitte eine kurze Nachricht. Entweder hier unten drunter in die Kommentare mit rein oder eben eine E-Mail an podcast@dysonauts.com. Dann können wir nämlich dann diese Fehler beim nächsten Mal vorweg nochmal besprechen und dann vielleicht auch zu eurem Dünken dann dementsprechend richtig machen. Ja, also von daher, wenn wir irgendwelche Sachen nicht richtig aussprechen sollten oder irgendwie sowas, dann haut uns bitte nicht gleich auf die Nase, sondern ein eben gut gemeinter Ratschlag in die Kommentare oder in die Post. Damit wäre es auch schon erledigt. Ganz easy und einfach. Okay. Seid ihr soweit? Jawohl. Würfel parat? Ja. Und digitale, ja. Die digitalen, sehr gut. Das ist geil. Wir spielen ein eigentlich sonst analoges Spiel, spielen wir jetzt digital im Podcast mit digitalen Würfeln. Das ist geil. Ah, ich habe die echten Würfel noch. Ja, irgendwie ist das irgendwie schöner. Hat mehr Charme, ja. Sie glitzern. Aber sie glitzern. Das ist die Hauptsache bei Zara. Bis auf die mit Zahnrädern drin. Ich habe aus meinem anderen Würfelset noch einen 20er geholt. Alles sehr, sehr tolle Würfel. Ja, dann bin ich ja mal gespannt, ob eure Würfel dann dementsprechend euch heute Abend auch hold sind. Schauen wir doch einfach mal. Okay, unser Abenteuer spielt natürlich auf dem Kontinent Aventurien und wir werden ein paar Personen kennenlernen. Wir werden ein bisschen was zu bekämpfen haben in diesem Viewshot und wir werden mit Sicherheit auch noch ein bisschen einiges zu entdecken haben, so links und rechts des Weges. Und es fängt im Prinzip wie folgt an. Es ist ein warmer Tag in der Grafschaft Heldentrutz im Norden des Mittelreiches, dem größten Reich auf dem Kontinent Aventurien. Die Sonne scheint und der schmale Pfad, der in den Dunkeltann südlich des Horndrachenfelsens führt, lässt euch gut vorankommen. Doch sind auch Geschichten von wilden Orkbanden und gefährlichen Tieren bekannt, die ahnungslose Wanderer aus dem Hinterhalt angreifen. Schließlich verschwand dort auch die edlen Tochter Eldora von Wolfspfort auf einem Ausritt. Von Orks, die aus dem Gebirge herabsteigen, das die Einheimischen Finsterkamm nennen, hört man immer wieder, aber auch von den rotpelzigen und affenartigen Goblins, die dort hausen sollen. Man befürchtet, sie hätte die Edle als Abendmahl verspeist. So manch einer berichtet auch von uralten Trollen oder von menschenfressenden Ogern, ein anderer von Geistern und sogar einem Skelettkönig. Ihr wisst, dass es all diese Kreaturen in Aventurien gibt, und niemand wäre dumm genug, ihre Existenz anzuzweifeln. Aber ihr seid euch auch sicher, dass Eldora durch nichts davon eine Gefahr droht, denn keines dieser Wesen schreibt Erpresserbriefe. Im Nachhinein wurde euch klar, dass die kleinen Aufträge, die euch von Hauptfrau Erlgard Hohenwald übertragen wurden, vor allem Prüfung eurer Fähigkeiten waren. Schließlich hattet ihr euch als würdig erwiesen, weshalb Erlgard euch auch im Namen Graf Emmerans erwiesen, damit beauftragte, Eldora aus dem Dunkeltann zurückzuholen. Jedem von euch wurde dabei eine Belohnung von stolzen 60 Silbertalern in Aussicht gestellt. Ihr habt erfahren, dass es eine dreiste Lösegeldforderung gab, der die Familie der Edlen sogar nachkommen wollte. Doch als die Soldaten des Grafen die Schatulle mit der geforderten Menge goldener Dukaten überbringen wollten, muss etwas schiefgegangen sein. Statt der Edlen kehrte nur eines der gräflichen Pferde ohne seinen Reiter zurück, dafür mit einer Botschaft, in der die Entführer den Überbringern des Lösegelds vorwarfen, sie angegriffen zu haben.
Die Entführer, eine Räuberbande, fordern nun das dreifache Lösegeld, bevor sie bereit sind, Eldora und die gräflichen Soldaten freizulassen. Da ihre Familie diese Summe nicht aufbringen kann und Graf Emmeran nicht den Anschein erwecken will, erpressbar zu sein, hat er einen Plan ersonnen, die Edle zu befreien. Würden sich seine Soldaten in größerer Zahl im Wald blicken lassen, wäre das Leben der Edlin zweifelslos in Gefahr. Eine Gruppe Glücksritter würde dagegen keinen Argwohn erwecken. Deswegen wurdet ihr beauftragt, in den Dunkeltann zu ziehen, um die edle Eldora zu befreien und, wenn möglich, das Lösegeld wieder zu beschaffen. Das ist der Aufhänger, weswegen die Gruppe sich getroffen hat, unterwegs mit Sicherheit auch schon das ein oder andere Abenteuer erlebt hat. Und nun seid ihr ausgesandt worden, um die edle Eldora zu befreien. Ausgangspunkt eurer Suche soll der Treffpunkt für die letzte Lösegeldübergabe sein, eine Lichtung mit einer alten schwarzen Eiche, welche die Bewohner der Umgebung abergläubisch meiden. Der Ort gilt als verflucht und vor langer Zeit sollen dort Orks ihre finsteren Rituale abgehalten haben. So seid ihr am Morgen aus dem kleinen Dorf Düsterode aufgebrochen, wo Hauptfrau Elgard eure Rückkehr erwartet. Ihr seid bereits einige Zeit durch den Wald gestreift, als der bisher sonnige Tag von dunklen Regenwolken verfinstert wird und ihr schließlich einen kleinen Hügel entdeckt, der an einer Seite rasch abfällt. Kaum habt ihr euch genähert, da seht ihr ganz in der Nähe eine Lichtung mit einer alten Eiche stehen, dann beginnt es zu regnen. Ein erstes Donnergraulen ist aus der Ferne zu vernehmen. Die Lichtung weist einen kleinen Steinaltar auf. Was dort geopfert wurde, wollt ihr euch gar nicht vorstellen. Die knochige Eiche vor euch wird immer wieder vom Blitzen erhellt und wirft drohende Schatten. Mitten in einem Astloch erkennt ihr den bleichen Totenschädel eines Tieres. Bedrohlich schauen die leeren Augenhöhlen in eure Richtung. Auf der Spitze des Baumes sitzt, trotz des Regens, eine Elster, die ein glänzendes Schmuckstück im Schnabel hat. Einige Schritte hinter dem Baum könnt ihr einen Höhleneingang wahrnehmen. Und auf diese Situation kommt ihr drauf zu. Jetzt ist die Frage, was möchtet ihr tun? Diese Frage werdet ihr wahrscheinlich im Laufe meines Spielstils, Spielleitungsstils öfter hören. Wie hoch sitzt die Elster? Oh, die Elster, die sitzt so, ja, ich sag mal so in so ein 2 Meter 20 Höhe. Okay. Kann ich erkennen, was die im Mund hat? Also was für ein Schmuckstück das ist? Nee, noch nicht so richtig. Ein Blitz, der durch den Himmel oder vom Himmel runterfährt, siehst du, dass es halt etwas Metallisches ist. Aber du kannst nicht genau sagen, was es denn eigentlich ist. Das ist ja... Ach, dieses Wetter wieder ist ja unglaublich. Also, da kann ich auch in Torwein geblieben. Warum bin ich nicht in Torwein geblieben? Da ist wenigstens schöneres Wetter als hier. Also wirklich, die Menschen wundern sich, dass die Zwerge die größte Zeit unter der Erde verbringen. Muss man nur einmal rausgehen. So ein Wetter ist das. Also in unterirdischen Städten, da wäre das alles nicht passiert. Ich wünsche Ihnen eine schönen, warmen Mine anstatt hier. Guck euch das doch an. Aber meine Herren, jetzt beschweren Sie sich doch nicht über das Wetter. Wir sind hier für einen Auftrag. Wir müssen eine notgeratene Dame retten. Also ich bitte Sie, Also das Wetter ist ja jetzt wohl zweitrangig. Viel wichtiger ist, seht ihr diese Elster auch? Ja. Könnt ihr sehen, was sie im Mund hat? Nein. Es scheint metallisch zu sein. Es glänzt im Blitz. Wage mal einen Vorschlag, der selten auf positive Effekte stößt. Kann die Elster jemand vom Himmel schießen? So? Na, wie weit ist sie denn entfernt von uns? 2 Meter, ne? Naja, ihr steht so 2 Meter vor dem Baum, ne? Also das ist jetzt nicht irgendwie ja. Ich besitze leider keinen Bogen. Ich glaube, ich habe eine Armbrust. Moment mal. Ja,
warten Sie, nicht, nein, nicht die Elster. Die ist ein gutes Symbol. Wir machen das ganz anders. Einen Moment. Ich krame meinen Zauberstab aus meinem Mantel und wirke Motorikus. Oh, der erste Zauber sogar heute Abend. Yay! Ja. Okay. Muss ich nur kurz. Dann schauen wir doch mal von wegen so, wie das denn wohl funktioniert mit dem Zaubern. Also, ich glaube, du musst einen Probenwurf machen, ist das richtig? Ja, genau. Klugheit, Fingerfertigkeit und Körperkraft, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Genau, und dann gilt es im Prinzip dann halt bei dieser Probe dann immer so niedrig zu würfeln, dass du im Prinzip über deine drei Attribute im Prinzip nicht drüber hinwegkommst, ne? Das Ganze kann man ja noch ein bisschen modifizieren, indem du quasi ja noch dann dementsprechende Punkte hast, womit du das dann quasi, wenn du drüber würfeln solltest, dann halt dementsprechend gegenrechnen kannst. Mhm. Ne? Die verbrauchen sich nicht am Tag oder so, sondern die stehen bei jeder Probe im Prinzip wieder neu zur Verfügung. Kraft 9, ja. Also, ich hätte den geschafft. Super. 17, 9 und 6. Also, die 17 kann ich aus mit den Punkten ausgleichen und bei den anderen bin ich überall drüber. Ja. Ja, perfekt. Super, dann macht dein Zauber dann dementsprechend was. Genau, er holt unbelebte Gegenstände telekinetisch anheben und bewegen. Bewegen sich mit einer Geschwindigkeit von maximal 5 Schritt pro Aktion. Okay. Du möchtest, dass dann quasi dieser Ring dann zu dir kommt, ne? Also dieses Schmuckstück, genau. Was dann dementsprechend kommt. Okay, alles klar. Ihr seht, wie diese Elster plötzlich ruckartige Bewegungen auf dem Ast macht. Und relativ verdutzt plötzlich guckt, die nimmt den Kopf zur Seite und nimmt den Kopf zur anderen Seite und fängt dann zu krähen. Und wie aus dem Nichts plötzlich wird diese Elster hochgehoben und dieses Schmuckstück voran kommt dann dementsprechend zu Torkil rübergeflogen. Aber die Elster will nicht loslassen. Die will, also die flattert jetzt mit den Flügeln und will loslassen, hat aber natürlich keine Chance. Und irgendwann, Torkil, kommt dann das Schmuckstück in deine Hände inklusive Elster. Ja. Und als sie das realisiert, dass sie dann bei dir auch dann in der Hand ist, lässt sie ihre Krallen los und fliegt krähend weg. Na schade. Oh, ich hätte so gerne eine Elster als Haustür gehabt. Na gut, vielleicht nächstes Mal. Ja, meine Damen und Herren, sehen Sie, geht ja auch ohne Blutvergießen hier. Ich muss sagen, das ist ein nützlicher Trick. Ja, also das sind ja beachtenswerte Fähigkeiten. Also das ist doch erstaunlich, überaus erstaunlich. Sehr gut. Matthias, Torkil hat jetzt gerade einen Silberring gefunden, den die Elster festgehalten hat. Und auf diesem Silberring ist ein eingravierter Fuchskopf. Das ist das Zeichen des Fex. Das ist der Gott der Diebe und des Glücks. Und wenn du diesen Ring einstecken möchtest, dann kannst du das bitte auf deinem Heldendokument dann jetzt quasi notieren. Dann tue ich das mal so. Was kann ich, was sagt mir das? Der Gottfex. Weiß ich das? Das wird dir auf jeden Fall was sagen. Du bist ja nicht gerade unbekannt, was dann so Götter und Magie und so weiter und so fort angeht. Ja, genau. Also das ist ein durchaus bekanntes Zeichen in Aventurien für Fex, so dass du das definitiv dann auch den anderen so mitteilen kannst. Während sich Torkil dann diesen Ring anguckt, zucken weiter Blitze vom Himmel ab. Es fängt auch stärker an zu regnen und bei jedem Blitz kommt euch auch dieser Altar, der da plötzlich da auch steht, ja, wird euch quasi wie im Rampenlicht präsentiert und dieser Schädel, der quasi aus dem Astloch herausguckt und so weiter und so fort, hatte manchmal so die Angewohnheit, als ob er vom einen Blitz auf den anderen euch direkt anguckt oder vielleicht sogar auch angrinst. Das ist ein sehr seltsames Bild, was dieser Schädel da mit euch macht. Und der Boden ist langsam aber sicher ziemlich durchgeweicht. Genauso wie ihr auch.
Vielleicht können wir uns doch in diesen Höhleneingang retten und das Gewitter ein bisschen aussitzen. Also das ist das, ja, genau, das ist der Zwerg unangenehm sehr dafür. Ja. Ja, von wegen mir aus gerne natürlich. Das selbst geht durch selbst durch meinen roten Mantel. Das ist nicht so schön. Okay. Das heißt also, ihr findet diesen Höhleneingang auch dementsprechend. Der ist ungefähr so 4 Meter breit und ihr könnt auch erkennen, dass dann an den Felswänden links und rechts des Eingangs alte, so teilweise verwaschene Wandmalereien sich befinden. Diese primitiven Zeichnungen, die sind wirklich Zeuge davon, dass diese Höhle eigentlich früher mal bewohnt gewesen sein muss. Und ein Gang führt weiter in die Höhle hinein. Es wird aber relativ schnell dunkel, nach wenigen Metern. Ja, also ich würde vielleicht vorschlagen, wir versuchen, das Gewitter ein bisschen auszusitzen. Und ich würde mir ja doch ganz gerne diesen Altar einmal näher angucken. Aber so unter den Bäumen mit diesen Blitzen, das ist viel zu gefährlich. Jetzt vielleicht trocknen wir hier ein bisschen und warten ab. Okay. Was ihr machen könnt, ihr könnt natürlich jetzt auch eine Probe ablegen, um zu gucken, ob euch in der Höhle noch irgendwas anderes auffällt. Das ist natürlich möglich. Das ist ja viel zu dunkel hier. Ich wirke einmal meine ewige Flamme auf meinem Zauberstab. Das sollte uns wärmen, zum einen, und zum anderen natürlich auch Licht spenden. Sehr gut, sehr gut. Ich glaube, das ist noch nicht mal eine Probe würdig. Ich glaube, das kannst du einfach so machen. Genau, das ist ein Stabzauber, ja. Ne, das wäre ja sehr, 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 sehr cool. Ja, erzähl mal ruhig, Dockel, wie sieht das denn aus an deinem Stab dann und was tut es? Ja, der Stab, also beziehungsweise das Ende brennt jetzt in ja, Größe einer Fackel. Und ja, ist halt ein normales Feuer einfach. Kann ich im Schein dieser Fackel, also die ich sehr anerkennend bewundere, nonverbal, kann ich in, also mehr von diesen Wandmalereien erkennen? Also gibt es Symbole, die mir besonders bekannt vorkommen oder sehe ich ein bisschen weiter auch in den Höhleneingang rein, sehe ich Fußspuren, also die jetzt nicht irgendwie verwaschen sind oder irgendwie, dass der Sand oder der Boden irgendwie so ein bisschen aufgekratzt ist, also wie wenn Leute drüber gelaufen wären oder sind, also irgendwelche Fährten oder sowas, viele Menschen oder andere Kreaturen diesen Höhleneingang. Also du kannst gerne mal dann einen Wurf auf Intuition machen, um zu gucken, ob du mehr entdeckst, als du jetzt so wahrgenommen hast. Das kannst du gerne machen, ja? Ich muss nur einen W20 würfeln und diesen Wert unterwürfeln. Ist das richtig? Also diesen Attributswert. Genau, du hast ja jetzt dann halt Intuition, ne? Richtig? Aha. Und ja. Das ist halt dann eine Eigenschaftsprobe und die machst du im Prinzip mit einem W20 und du musst im Prinzip halt drunter sein. Okay. Ne? Und du kriegst dann plus das eins noch drauf. Das hat nicht geklappt. Okay. Auch das hat nicht geklappt. Okay. Nein. Trotz dass Torquil quasi eine Flamme angemacht hat, die dazwischen dann auch immer den jeweiligen Regentropfen nimmt, der von der Höhle runtertropft und dann in die Flamme rein und euch jetzt ein bisschen wohligere Wärme spendet und auch Licht spendet und ihr könnt ein bisschen weiter reingucken, fällt ihr leider irgendwie so an den Sachen im Prinzip so nichts weiter auf erstmal, so an den Sachen, die da vielleicht irgendwo in der Höhle rumliegen. Also du findest erstmal nichts weiter. Ich als Zwerg würde eigentlich auch gern nochmal die Höhle abchecken, weil man sich natürlich da denkt so, haha, natürlich ist dem Mensch nichts groß aufgefallen, aber vielleicht entdecke ich ja was oder ich scheitere. Ja, das kannst du natürlich gerne auch machen. Auch auf Intuition? Richtig, genau. Mhm. Cool. Genau eine 12, aber es ist ja kleiner gleich, oder? Ja, und du kriegst sogar noch plus 1 da drauf, ne? Das heißt also 11. Oh, cool. Damit hast du das geschafft. Fantastisch.
Genau. Hey. Damit hast du es geschafft. Du bist anscheinend ein bisschen aufmerksamer als Eleonora und du findest an mehreren Stellen einige Fußabdrücke und sogar hinter einem etwas größeren Findling findest du einen verlorenen, gegangenen Lederhandschuh, der mehr als eine Ähnlichkeit hat zu den Uniformen des gräflichen Soldaten. Oh. Okay. Und die Fußabdrücke völlig in Richtung des superdunklen Gangs am Ende der Höhle? Die führen da hinten so rein, genau, richtig. Ey, dann mache ich mal meine Reisegefährten darauf aufmerksam. Aber bitte sehr leise, die Herren, nicht, dass wir da jetzt schlafende Hunde wecken. Ja, ja. So. Wir vorsichtig rampirschen. Vielleicht kann... ich war noch nie laut in meinem Leben. Herzwerk, bitte beruhig dich. Ich unterstelle. Läuft hörbar. Ich könnte der werte Herr Zwerg aufgrund seiner Ortskenntnis unsere Gruppe anführen in den Berg hinein. Was meint ihr, Herr Zwerg? Aber natürlich. Ich bin da unter der Erde überall zu Hause. Ja, das klingt doch wunderbar. Dann können wir uns ja ein bisschen weiter in das Innere der Höhle vorantasten. Und Vorteil, den wir nicht erwähnen, ist, dass man hinter mir auch eine Fackel hochhalten kann, ohne dass ich den Gang mit Schatten verdecke, weil ich so klein bin. Okay, also ihr geht ein paar Meter wirklich weiter und plötzlich steigen euch Gerüche in die Nase, die ihr schon mal irgendwo wahrgenommen habt. Ihr könnt aber nicht genau sagen, was es ist. Es ist ein süßlicher Geruch, aber auch gleichzeitig ein fauliger Geruch. Also es ist alles irgendwie so, ihr könnt es gerade nicht von euren Nasen her irgendwie einordnen. Das ist gerade sehr, sehr seltsam. Wer von euch möchte mal vielleicht auch eine Probe auf Tierkunde machen? Tierkunde. Warte, ich vielleicht nicht. Wobei. Kann ich. Mir also, wenn ist da egal. Jemand was geskillt hat, dann gerne jemand, der da was hat. Also ich würde unserem Zwerg sogar einen Bonus von +2 auf den Würfelwurf gewähren, weil er sich vielleicht mit dem Getier auskennen könnte. Ja, den würde ich auch brauchen, weil man anscheinend Charisma braucht und das unterwürfeln muss und mein Charisma ist bei 9. Du bist ja sehr charismatisch. Aber natürlich doch. Okay. Aber ich kann es ja mal probieren. Also, erster Wurf, gucke ich gerade, ist Mut. Ja. Okay. Oh. Yikes. nicht geschafft. Geht schon gut los. Natürlich, jetzt würfle ich hohe Sachen. Bei Dungeons and Dragons. Wärst du jetzt? 4 bei Wahrnehmungsprobe und jetzt haue ich alles raus. Verdammt, okay, jetzt nochmal eine Mutprobe. Den habe ich jetzt geschafft. Okay, kannst du den anderen dann noch dementsprechend dann ausgleichen? Niedrig. Ja, auch geschafft. Also 2 von 3 geschafft. Okay, und den dritten, den kannst du noch vielleicht ausgleichen? Nee, also den zweiten und den dritten habe ich eigentlich geschafft. Den ersten, da hatte ich halt das um 4 überwürfelt, auch mit deinem Bonus. Okay, und du hast ja nochmal Punkte, die du ja dementsprechend dann nochmal verteilen kannst, ne? Ja, aber leider der Fertigkeitswert, der da im Charakterbogen vorgegeben war, ist nicht auf Tierkunde gelandet. Okay. Deshalb habe ich da leider nichts extra. Ja. Dann führen wir jetzt etwas ein, was es in DSA wohl etwas öfter gibt. Und das sind sogenannte Schicksalspunkte. Und diese Schicksalspunkte, jeder von euch bekommt da 3. Die könnt ihr euch schon mal irgendwie, ja, was ich als Würfel erstmal darstellen oder schreibt es euch eben auf dem Bogen drauf oder irgendwie sowas. Die könnt ihr zum Beispiel, wie jetzt,
verwenden, um eine Probe zu wiederholen. Wie praktisch. Genau, das neue Ergebnis ist dann aber bindend. Also ihr könnt dann, wie gesagt, das alles dann vielleicht nochmal dann neu wiederholen. Wir müssen uns so darauf einigen, ob man dann auch sagt von wegen so, ich gebe einen Schicksalspunkt dafür aus, dass man auch einen Würfel neu würfeln kann. Ja, steht ja auch drin, eine Probe wiederholen, beliebig viele Würfel einer Probe dürfen erneut gewürfelt werden. Ah, okay, dann brauchen wir das gar nicht ausrechnen. Okay, alles klar. Ja, dann könnt ihr zum Beispiel, Sarah, dann könntest du mit Adrix könntest du dann quasi einen Wurf wiederholen. Ja, dann versuche ich mal meine 19 jetzt etwas nochmal zu dürfen, aber oh, super. Und ich habe eine 2 gewürfelt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich mal über dieses Würfelergebnis freuen würde. Aber ja, jetzt habe ich nur noch 2 Schicksalspunkte, aber dafür jetzt diese Probe geschafft. Okay. Als du diesen Weg runtergehst, diesen Stollen, der da in den Fels getrieben wurde, und links und rechts liegt immer noch Geröll man hört auch mal zwischendurch mal so ein Tropfen, der irgendwie von der Decke runterfällt und auch vielleicht kratzende Geräusche, die man aber nicht genau zuhören kann. Warst du erst am Überlegen, ob es in solchen Höhlen vielleicht auch irgendwelche Lindwürmer geben könnte oder irgendwelche Schrate oder irgendwelche riesigen Kellerasseln oder sonstigen Gesochse. Aber so langsam aber sicher kommt dir deine zwergische Minenerfahrung wieder zugute. Und für dich machen auch an den Wänden der dieses in den Stein gehauenen Stollens besondere Spuren aufmerksam, die im Prinzip üblicherweise von Höhlenbären, Wölfen, Ratten oder auch Fledermäuse stammen können. Es sind immer unterschiedliche. Also du hast mal größere, du hast mal kleinere. Aber dieses Getier, das könnte in solchen Höhlen definitiv leben, ja. Okay, also entweder ist es harmlose Sachen oder sehr gefährliche Sachen. Super. Genau. Genau, ihr kommt immer weiter noch an diesen Höhlenmalereien vorbei und auch von diesen Wandmalereien stellt sich jetzt langsam wirklich heraus, dass das kein Werk von Menschen oder von anderen Kulturen ist, die ihr so kennt. Das muss also dementsprechend von Orks gemacht sein. Es ist relativ krude gemalt. Ihr schätzt, dass das vielleicht auch mit Blut gemacht wurde und dann mit Knochen oder sowas auch in diesen Fels vielleicht dann reingeritzt wurde. Aber die Orks haben hier Jagd- und Kriegsszenen hinterlassen. Und das machen Orks eigentlich nur, wenn es sich um eine wichtige Stätte mit einer hohen Bedeutung für die Orks handelt. Kann man grob schätzen, wie alt diese Malereien sind, oder? Oh, diese Malereien, die sind bestimmt über 100 Jahre alt. Okay, ja, cool, dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so super wichtig zurzeit, hoffentlich. Matthias? Da packt mich meine Neugier und ich muss mir das alles angucken. Ja. Auch du entdeckst nicht nur dann diese Jagd- und Kriegsszenen, ne, sondern du kannst wirklich erkennen, von wegen so auch gegen wen die Orks gekämpft haben. Ne? Also da sind zum einen dann Tiere aus der Natur, die dort halt auch in der näheren Umgebung hausen, als auch verschiedene Völker, wie zum Beispiel Elfen, Zwerge, Menschen, die mit verschiedensten Waffen gegen die Orks anscheinend kämpfen. Und je weiter ihr in die Höhle reinkommt, desto schlechter stehen diese Völker auch im Prinzip da. Also die werden merklich weniger und die Szenen werden auch dementsprechend brutaler. Eieiei, das war ja hier ein heilloses Gemetzel. Ich würde mal sehr skeptisch meinen Dolch ziehen. Mein Säbel, nicht mein Dolch wäre mir zu wenig. Mein Säbel, weil da scheint ja offensichtlich Gefahr im Verzug zu sein. Kann ich was hören in der Höhle? Also wenn wir ganz leise sind? Gibt es so eine Feuchenprobe oder so? Wahrnehmung? Du könntest... Dass noch jemand ist? Du könntest eine Probe auf Sinnesschärfe machen. Großartig. Okay. Probieren wir das mal aus. Nein. Nee. Nein.
erste ist schon um 5 verkackt. Warte, ich gucke nochmal. Nein. Ja, nee, ich habe einen geschafft. Gut, ich höre nichts. Also du hörst im Prinzip nicht mehr als die anderen auch, ne? Das ist mal, wie gesagt, so ein Tropfen, der da unten runterfällt, ein Wind, der vielleicht irgendwie noch vom Höhleneingang hereinkommt, um dann dementsprechend um eure Ohren spielt. Zwischendurch hört ihr mal das eine oder andere Quieken einer Ratte oder Maus. Ganz genau könnt ihr es nicht feststellen. Aber was dir definitiv auffällt, ist halt da diesen, wie gesagt, so ein Geruch in der Luft. Das ist vielleicht von einem Tier, aber ganz genau kannst du es nicht einordnen. Aber ich kenne den Geruch. Also ich. Ja, das ist so, dir, weißt du, liegt ein Begriff auf der Zunge, aber er kommt nicht raus. Und genauso ist das hier gerade auch. Du weißt ganz genau von wegen, das habe ich schon mal gerochen, aber du weißt nicht von wegen, was es ist. Ja. Also ich würde eher weiter ins Höhleninnere drängen, auch Gefährten, weil die Pflicht ruft und die edle Dame möchte gerettet werden und wir sollten uns da nicht noch länger mit irgendwelchen stümperhaften Ork-Kunstwerken aufhalten. Mhm. Nicht stümperhaft, das ist hier Kunst ist das. Das ist, ist wahre Kunst, Schätze. Das ist natürlich. Das sind primitive Darstellungen von kriegerischen Akten. Also das ist, also da kann ich Ihnen, kann ich jetzt nicht beipflichten. Also das kann man jetzt nicht Kunst bezeichnen. Das möchte ich mir doch verbitten. Also ich bin mir nicht sicher. Also Kunst, nein, das ist keine Kunst. Auch Höhlenmalerei ist Kunst, auch wenn sie von Orks kommen. Nein, also es gibt wirklich, also über den Kunstbegriff, da können wir wirklich ein anderes Mal streiten, aber ich bestehe auf das letzte Wort. Also da kann ich wirklich beipflichten, dass es Kunst sein soll. Ich schließe das auch so ab, also ja. Eine weitere Äußerung ist so, ich überhöre das einfach. Ich möchte jetzt weitergehen. Okay. Als ihr euch gerade dazu entschlossen habt, über Kunst zu streiten, geht ihr noch einen Schritt weiter und hört plötzlich aus der Höhle ein Aah! Und danach folgt Totenstille. Meine Damen und Herren, ich glaube, es ist Zeit, unseren Schritt ein wenig zu erhöhen und einmal zu gucken, was da passiert ist. Ja, ganz richtig. Vielleicht auf jeden Fall. Vielleicht können wir dem der armen Seele ja noch helfen. Nachdem dieser Schrei verklungen ist, dauert es keine 10 Sekunden, dann hört ihr plötzlich aus dem Gang vor euch etwas, das klingt ungefähr so. Oh. Okay, also eher nicht Ratte oder Fledermaus? Fledermaus trifft es nämlich schon ganz gut, weil diesen Schwarm von Fledermäusen, der euch gerade zu Hunderten durch den Gang entgegenkommt, seht ihr nämlich quasi im letzten Moment, weil Torquil dementsprechend seinen Stab mit Licht so weit vor sich hergetragen hat, dass dieser Schein dementsprechend drunter in den Gangreihen leuchtet. Jeder von euch macht jetzt bitte mal eine Probe auf Körperbeherrschung und darf dann +1 draufrechnen auf die Würfe. Und dann brauche ich von euch mal die Info, wer es geschafft hat und wer es nicht geschafft hat. Ja, geschafft. Okay. Marina hat's geschafft, sehr gut. Ja, hab's auch geschafft. Ich mit einem unbeschreiblich coolen Move meinen Fächer ziehen, den so aufklappen und mir so vors Gesicht halten und dabei so zwei Fledermäuse so ratsch, weil ich hab so einen Dornfächer und dann ratscht der immer die Fledermaus durch. Also so ein ganz cooler, eleganter Move. Bumm, Kampffächer vom Gesicht und wenn die vorbei sind, würde ich den gerne wieder ganz elegant wegstecken. So, als okay. Gewesen. Einfach so ein bisschen Pause. Ich hab's. Ja. So ein bisschen. Cool.
Ich kriege das leider nicht so mit. Ich nutze meine Eigenschaft, dass ich es bis zum Boden nicht so weit habe. Guck, dass ich mich flach auf den Boden lege, damit die Fledermäuse über mich wegfliegen. Okay, alles klar. Matthias, was war bei dir? Ich wurde total überrascht davon, auch wenn ich die Fackel in der Hand habe. Die Zeichnungen an den Wänden waren viel zu interessant für mich. Okay, du wunderst dich gerade, warum der Zwerg plötzlich vor dir in den Staub sich wirft und wie Eleonora plötzlich ihren Fächer rausholt, den aufklappt in einer wunderbaren fließenden Bewegung und während des Aufklappens zwei Fledermäuse so unglücklich gewesen sind und sind genau in diesen Fächer rein und fliegen dann so zweigeteilt hinter Eleonora hinter und bleiben dann auf dem Boden klatschend liegen. Der Einzige, der jetzt von diesem Schwarm wirklich überrannt wird, bist leider du. Trotzdem bekommen Eleonora und Adrix bekommen jeweils einen Schadenspunkt und für Torquil sind das insgesamt 3 Schadenspunkte. Die Fledermäuse kommen mit so einem riesigen Schwarm auf euch zu, beißen und kratzen und mit ihren Krallen bohren sie sich in dein Fleisch rein. Das tat doch schon relativ weh. Mit der ganzen Geschichte. Aber dieser Schwarm ist genauso plötzlich wie er weg, wie er auch gekommen ist. Also es war ein heilloser Lärm, den dieser Schwarm gemacht hat. Ist über euch drüber hinweggezogen und ist dann quasi in die Nacht hinaus. Und ihr hört es im Hintergrund dann vielleicht noch, dass dieser Schwarm halt so flatternd aus der Höhle rausgeht. Und das war's. Oh, das war ja gruselig. Also ich habe ja schon viel gesehen in meinem Leben, aber nee, Fledermäuse, das gehört nicht dazu. Unangenehm. Wirklich unangenehm. Also, okay. Ich gucke mir die zerteilte Fledermaus an. Ist das eine besondere Fledermaus? Ja, also es ist schon nicht jetzt mal eben so eine kleine süße Fledermaus, so wie wir sie alle kennen, sondern du siehst schon, dass sie halt ein bisschen spitzere und längere Zähne hat und die Krallen, die sind nicht unbedingt für nicht nur an der Decke hängen gemacht, sondern damit kann man auch schon mal vielleicht auch eine neugeborene Ratte oder irgendwie sowas oder eine junge Ratte dementsprechend auch mal mit abgreifen. Okay. So pelzig, ja, also ich sag mal so, der Körper ist, sag ich jetzt mal, so lang wie eine Hand. Das ist schon unangenehm groß. Herzwerk, also ist das normal für Fledermäuse, die in Höhlen leben? Also die Fledermäuse in freier Wildbahn, die ich kenne, die sind eher Mäuse und keine Ratten. So, von der Größe. Was meint ihr? Ist das normal? Ja, also es kann in Höhlen durchaus vorkommen, dass solches Getier dort kreucht und fleucht. Und dann lebt ihr freiwillig in Höhlen. Also das ist ja wirklich ganz, ganz seltsam. Also ja, seltsam. Auf jeden Fall. Also das ist. Man muss aber sagen, die Vorteile überwiegen durchaus. Wirklich, wirklich seltsam. Aber ich sehe da keine Vorteile. Nee, also da stimme ich euch zu. Das ist ja. Aber wir sollten den Ursprung des Schreis erkunden. Vielleicht eine arme Seele auch von diesem Fledermausschwarm angegriffen. Vielleicht können wir ihm noch helfen. Mhm. Ihr kommt langsam aber sicher zum Ende des Ganges und dieser Gang wird sich dann quasi in einer Höhle treffen. Und an deren Decke sind auch noch ein paar Fledermäuse, die hängen da einfach so ab und sind nicht durch diesen Schrei aufgeschreckt worden und haben euch dann quasi angegriffen. Aber jetzt wisst ihr auch, was hier so riecht, nämlich dieser ganze Boden ist über und über voll mit Fledermauskacke. Also diese Höhle ist wirklich der Schlafplatz der Tiere. Und im hinteren Teil der Höhle ist ein weiterer Gang zu erkennen, der ganz, ganz schwach durch den Schein des Magierstabs von Torquil zur Geltung kommt. Und irgendwo von da hinten, da muss der Schrei hergekommen sein. Es ist die Frage, nehmt ihr noch weiteres Licht mit oder sagt ihr von wegen so, das Licht, was Torquil uns macht, das reicht uns? Also, gibt es weiteres Licht? Ihr könntet zum Beispiel eine Laterne oder eine Öllampe entzünden.
Ich glaube, Torkil, du hast bestimmt auch noch irgendwie Flimflam. Ich habe Zünder dabei, ja. Ne? Also das ist ja auch noch so ein Zauber, um so ein magisches Licht zu erzeugen. Das ist, glaube ich, ein bisschen größer. Ansonsten hast du ja schon deinen Zauberstab quasi in Brand gesetzt, um dann quasi was da mit Licht zu machen. Ich weiß nicht, hat irgendwer von euch den Zauber Flimflam? Das ist so eine kleine Kugel, nee, glaube ich, so, mit die man so lichtmäßig in der Hand halten kann. Ich glaube, ich habe gar keine Zauber. Okay. Ich verlasse mich auf meine Muskeln und meinen Scharfsinn. Ihr geht dann also vorsichtig und weiter in die Höhle mit rein, ne, wa? Mhm. Ja. Vorsichtig begebt ihr euch also tiefer durch den dunklen Höhlengang und auf Bodenhöhe bemerkt ihr zahlreiche kleine Spalten, aus denen unheimliche Geräusche dringen. Erst hört ihr nur so ein unangenehmes hohes Fiepen, dann so ein Tapsen, so auf steinendem Boden. Und ihr merkt relativ schnell, dass ihr nicht alleine in der Höhle seid und hier und da so dunkle Schatten immer wieder so aus dem Lichtkegel heraushuschen und sich hinter irgendwelchen größeren Steinen oder dann auch später vielleicht dann, wenn ihr durch die Höhle weitergeht, in diesen Spalten relativ schnell verstecken. Oh, Ratten? Kurz bevor ihr am Ende der Höhle seid und in den nächsten Gang übergehen wollt, greifen sie euch an. Riesige, 1,5 Meter lange, gräulich-bräunliche Riesenratten. Ah. Und die stehen vor euch und blecken so ihre Zähne, so diese riesigen Hauer, die diese Viecher dann dementsprechend haben. Es ist einfach eklig. Ich meine, ihr kennt Ratten sonst auch so in Aventurien, die sind gang und gäbe in den größeren Städten. Aber sowas wie das, was ihr jetzt gerade hier seht, die fast so groß sind wie ein Hund, das ist schon ein bisschen was anderes. Ja. So groß wie ein Hund, so groß wie ich. Ja, die sind auf jeden Fall nicht ganz so klein, ne? Okay. Die sind auf jeden Fall nicht ganz so klein. Okay, dann würde ich sagen, jedem von euch steht eine Riesenratte gegenüber. Das könnt ihr euch schon mal quasi dann so notieren. Und jeder von euch hat eine Aktion in dieser Runde. Und ihr könnt Aktionen im Kampf machen. Das ist dann quasi eine Attacke. Es ist wie ein Fernkampf. Man könnte, wenn man nach richtigen Regeln spielt, nachladen. Das finde ich persönlich immer ein bisschen sinnfrei, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also für mich sind Waffen dann immer irgendwie geladen. Das muss ich nicht irgendwie eine Aktion für machen. Zaubern. Oder halt dementsprechend Waffe ziehen oder Waffenwechsel. Das gilt vielleicht für jemanden, der von einer Fernkampfwaffe auf eine Nahkampfwaffe umswitchen möchte. Da würde ich das vielleicht wirklich sogar als Aktion dann dementsprechend dann halt machen. Ja? Okidoki. Jetzt müssen wir nur mal eben gucken, wie das denn läuft mit der Kampfreihenfolge. Da bin ich nämlich überhaupt noch nicht sicher, wie das Ganze dann dementsprechend funktioniert. Ah, okay. Es geht im Prinzip dann im Uhrzeigersinn, den wir uns jetzt dann im Prinzip denken. Da die Ratten euch überrascht haben, sind die Ratten zuerst dran. Und das ist natürlich etwas, macht euch jetzt natürlich gerade zu schaffen und ihr denkt immer von wegen, so diese Ratten kommen auch von links und von rechts und greift die Ratte jetzt an oder greift die Ratte mich jetzt an. Das ist natürlich jetzt schwierig. Das heißt also, wir nehmen im Prinzip den Attackewert dieser Ratte, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und ich muss jetzt versuchen, unter diesem Wert im Prinzip zu würfeln. So wie ich das verstanden habe. Und wenn dieses dann getroffen hat, dann gucken wir weiter, was passiert. Ja, genau. Aber die erste Ratte, Marina gegen Eleonora, die springt nach vorne, will dich beißen, aber anscheinend hat sie sich dabei verschätzt und springt so direkt so neben deinem Bein her. Und du hörst, wie sie hinter dir quasi auftitscht. Und dreht sich dann rum und fängt an zu fauchen. Richtig ekliges Viech. Richtig ekliges Viech. Dann Adrix ist der Nächste.
Okay, Adrix ist bewaffnet mit einem Felsspalter. Das ist gut, das aber die Ratte, warte mal, die Ratte kämpft erst noch gegen dich. Sie Ich dachte, ich bin dran. Nee, die Ratte möchte ganz gerne nach deinem Unterarm schnappen, springt hoch, ist aber anscheinend so fett und träge, dass sie eigentlich gar nicht so weit hochspringen kann und nur ungefähr so ein Drittel ihrer Körpergröße nach oben gesprungen kommt. Sie kann dich aber überhaupt nicht greifen und packen und fällt deswegen einfach wieder zu Boden und guckt dich einfach so von unten an und faucht. Okay. So, dann an unseren Torkiel. Die Ratte, die kommt an und beißt dir in die Wade mit rein. Ach, erst Flederratten, jetzt richtige Ratten. Ja, es ist eklig, ne? Gesocks hier, ey. Es ist eklig. Genau. So, was jetzt ja wohl geht, Matthias, ist, dass du eine Parade oder Ausweichen machen kannst. Mhm. Wie gut du quasi diesem Angriff ja dann halt entweichen kannst oder halt ausweichen kannst oder diesen Angriff dann quasi abwehren kannst. Die Frage ist, was möchtest du da tun? Das machst du quasi mit einem 1W20 und würfelst dann quasi auf Attacke oder auf die Parade. Okay. Das heißt also, mit der Parade würdest du quasi deinen Stab ja nehmen und dann versuchen, die Ratte dann während des Angriffs dann ja zu parieren. Richtig, genau. Okay, eine 14. Okay, was sagt dein Paradewert? 9. Okay, du könntest einen Schicksalspunkt ausgeben, um das Ganze neu zu würfeln. Achso, nee, warte mal. Wenn du möchtest. Ja, aber ich sehe gerade, ich habe ja einen Paradenmodifikator noch dazu. Der sagt plus 3. Also, ich würfel trotzdem nochmal. Das reicht trotzdem nicht. Ja, ist ja nicht schlimm. 10, das klingt gut. Ja. Damit, du ziehst deinen Stab nach vorne hinweg, du merkst, wie die Ratte angreifen will und gierst im genau dem guten Moment, wo sie gerade zubeißen will, klopfst du dir einmal so in die Seite rein und die Ratte purzelt so ungefähr so einen Meter hinter sich, einmal so 360 Grad um sich selber, bleibt im Staub liegen und ist jetzt gerade so ein bisschen angepieselt. Also ich glaube, du hast gerade keinen neuen Freund gefunden, aber mit jemandem, mit dem du jetzt noch dementsprechend ein bisschen Tango tanzen musst. Mhm. Okay, dann ist Marina dran als Nächste. Ich habe ja noch meinen Säbel in der Hand und würde versuchen, die Ratte so einmal von oben links nach unten rechts einmal so durchzutrennen. Ja, sehr mal. So muss das. So, schauen wir mal. Also ich würfel jetzt auf, Entschuldigung, wenn ich immer so dumm frage, weil ich kenne das System nicht. Also ich habe bei Schwerter 12, das heißt, ich würfel jetzt und würfel die 12, damit ich treffe. Genau, richtig. Ich habe eine 6 gewürfelt, das heißt, ich habe es geschafft. Perfekt. Darf ich schon Schaden würfeln oder hat die Ratte auch eine Parade? Die Atte-Ratte hat einen Ausweichenwert und die versucht natürlich auszuweichen, die ist ja nicht ganz doof. Aber anscheinend hat diese Ratte gerade ganz gut gefressen und ist nicht ganz so träge. ist nicht ganz das so fit. Das ist wunderbar. Das heißt also, du triffst diese Ratte und machst dann dementsprechend Schaden. Ja, das wären 13 Schaden. 13 Schaden? Ja. Gut, dann sag mal, wie du diese Ratte denn tötest. Ja, ich nehme meinen Säbel, aber so ganz entspannt, ja. Also ich bin ja nicht hektisch im Kampf. Ich kann das ja ganz super elegant. Und schwinge den so, so einmal so quasi über mich und dann von der oberen Schulter, so rechts oben nach links unten, zerteile ich die Ratte einmal so ebenso elegant wie die Fledermäuse von vorhin, dass sie quasi einfach so in zwei Hälften zerfällt, weil mein Säbel sehr, sehr, sehr scharf ist. Und ja. Ich beachte aber die Ratte gar nicht weiter. Also ich zerteile die und fixiere meinen nächsten Gegner. Sehr cool. Neben dir klatscht plötzlich diese Ratte so in zwei aufgeklappte Hälften einfach auf den Boden und Gekröse, Gedärm und Blut fließt einfach raus. Das kriegen die anderen Ratten dann auch spitz und gucken sich ihren gefallenen Kameraden an und
die Ratte, die jetzt auf Adrix gehen möchte, die ist jetzt ein bisschen angepisst. Ihr seht, wie diese Ratte nicht nur faucht, sondern sie quiekt. Als wenn ihr quasi eine Katze irgendwie tretet oder irgendwie sowas. Also, die ist richtig, richtig angepisst. Ja? Und wartet jetzt drauf, was Adrix macht. Am liebsten würde sie ins Gesicht springen und das zwergische Gesicht mal umflügen. Dann muss sie ja nicht so hochspringen. Ein schöner Bart. Dann muss sie nicht so hochspringen, genau, sehr schön. Ja. Oh, gemein. Ich hätte meine Waffe nicht direkt schon gezogen gehabt. Geht dafür jetzt meine Aktion drauf, dass ich meine Streitaxt ziehe? Oder kann ich sie auch schwingen dann schon? Also offiziell in den Regeln ist es anscheinend so, dass du quasi dann jetzt deine Aktion dafür aufwenden müsstest. Da ihr aber ja schon angegriffen worden seid, gerade von einer Ratte, gehe ich davon aus, von wegen, dass eure Charaktere jetzt schon auch dann die Waffe dann dementsprechend gezogen haben. Also ihr habt eure Waffe in der Hand. Ja, und ich denke auch, ein Zwerg hat seine Axt auch immer recht griffbereit. Da, die wird auch schnell zur Hand sein. Gut, dann versuche ich dann mal, ob ich da was werden kann. Mhm. Und mein Talent fürs Niedrigwürfeln zahlt sich auch hier erneut aus und ich an sich treffe. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Es sei denn, sie weicht aus. Wollte ich gerade sagen. Aber nein, du triffst diese Ratte ziemlich genau. Also dein Schlag war sehr, sehr präzise. Hey. Cool, super. Dann, wow. 2W6 plus 4 Trefferpunkte. Abgefahren. Okay, 6, 11, 11 plus 4, 15. Auch du schaffst es natürlich mit deiner Axt, die du anscheinend zu führen weißt wie kein anderer, wie man Ratten teilt. Ja! Ich weiß nicht, wie du sie töten möchtest, aber deine Ratte ist auf jeden Fall tot. Ja, also ich werde nicht versuchen, dabei auch elegant auszusehen. Das ist nicht die Art der Zwerge. Ich bin dann zufrieden und schaue mir die zerteilte Ratte an. Ich gucke aber das nicht so schräg drauf, sondern klassisch von oben nach unten. Einmal in der Mitte durch. Auch schön. Auch schön. Sehr gut. Okay. Tokil, diese Ratte, die du gerade abgewehrt hast, ne? Mhm. Die sitzt jetzt hinter dir und du könntest dir jetzt richtig schön einen mitgeben, wenn du möchtest. Jawohl, natürlich. Da ich ja meinen Stab ja eh schon brennt und ich ihn in der Hand habe, wirke ich den Zauber Ignifaxius. Nice. Ich glaube, ich weiß, was du vorhast. Aber erzähl mal weiter. Genau, und sozusagen ein Flammenstrahl geht auf die Ratte und klappt sogar. Jetzt gibt's geröstete Ratte. Jetzt gibt's leckere Ratte. Ja. Genau, hier steht, kann entsprechend mit einer aktiven Schildparade abgewehrt werden und auch ein Ausweichen minus 2 ist möglich. Ein Ausweichen minus 2 ist möglich. So, Ratten mit Schilden habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Das dürfte, glaube ich, irgendwann mal bei den Turtles gewesen sein oder irgendwie sowas. Ausweichen minus 2 hast du gesagt? Mhm, ja. Nein, dein Strahl brennt sich durch die Ratte durch. Also ich glaube, was machst du an Grundschaden? 2d6, 7, das sind 11, 13, Entschuldigung. Nachdem du Ignifaxius losgelassen hast, siehst du, wie dieser Flammenstrahl zur Ratte durchgeht und die hat keine Chance mehr, weil sie noch nur so nah dran ist, diesem Strahl verzehrendem Feuer wirklich auszuweichen. Und nachdem der Strahl über diese Ratte drüber gegangen ist, hörst du ein elendiges Quieken. Als ob irgendwo Schweine in einem brennenden Stall verbrennen würden. Das dauert keine 2 Sekunden, dann hörst du nichts mehr von der Ratte. Der Strahl hört auf und vor dir liegt ein Häufchen Asche. Ja, schön. Erfolgreich. Ja, nicht nur ihr seid erfolgreich, sondern die anderen Ratten, die drumherum gelauert haben, haben jetzt auch anscheinend festgestellt von wegen so, ups,
da sind jetzt drei, die doch ein bisschen mehr Ärger machen, als man es eigentlich kennt. Und mit dieser Möglichkeit, dass es viele Ratten sind, die dann auf die Leute draufgehen, hat das gerade nicht so wirklich funktioniert. Und mit laut fiependen Geräuschen hauen diese Ratten erstmal ab. Also sie gehen zurück in diese Spalten mit rein, sie verstecken sich in irgendwelchen gegrabenen Löchern, die sie da noch haben, und in irgendwelchen kleinen Höhlen. Aber das dauert keine 10 Sekunden. Dann sind diese Ratten komplett in alle Himmelsrichtungen, sind die quasi verschwunden. Und das Einzige, was bleibt, sind nur noch ein paar dösige Fledermäuse oben an der Decke und der Fledermauskot unter euren Füßen. Was möchtet ihr noch machen? Ja, meine Damen und Herren, das war ja erfolgreich. Und habt ihr noch irgendwie unsere Schreienden gesehen? Es war unangenehm erfolgreich. Ich würde vorschlagen, wir gehen auf jeden Fall weiter. Also wir müssen den Ursprung dieses Schreis auf jeden Fall erkunden. Wir sollten hier nicht zu lange verweilen, bevor die Ratten noch in irgendeiner Weise Verstärkung beiordern, also diese Monster, ich weiß es auch nicht. Also ich bin wirklich nicht sehr angetan von Höhlen, also ich kenne das so nicht und nein, das ist nicht so ganz meine Welt, Herr Zwerg. Es tut mir sehr leid, dass ich Ihnen das so sagen muss, aber nein, absolut gar nicht. Ha, das ist schon, das kann ich auch verstehen. Menschen leben oben, die Zwerge leben hier, jedem das seine. Aber ich finde auch, wir sollten weitergehen. Es scheint hier erstmal bis auf dieses Fledermausnest nicht viel zu sein. Oder ist hier noch irgendwas? Nein. Können wir noch gucken oder okay? Nein, nein. Also ihr habt jetzt gerade diese kleine Höhle, habt ihr im Prinzip jetzt gerade, ich will nicht sagen rattenfrei gemacht, aber ihr habt euch Respekt verschafft. Muss man einfach so sagen, wie es ist. Was unsere Heldinnen und Helden dann dementsprechend erleben, wenn sie in den nächsten Gang weitergehen, um zu gucken, wo dieser Schrei herkommt, das werden wir in einer der nächsten Folgen klären, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei den Dysonauts zum Podcast rund um DSA und das Geheimnis des Drachenritters. Vielen Dank fürs Mitspielen. Bis hierhin. Vielen Dank fürs Leiten. Sehr gerne. Vielen Dank. Und wir gehen jetzt nochmal in die Aftershow-Party und wir sagen dann einfach mal gemeinsam Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.